Hallo, meine Lieben. Ja, wer mir auf Instagram folgt, hat die Karte das letzte Mal gesehen. Und die liebe Steffi hat mich gefragt, wie ich den Hintergrund gemacht habe, also mit Embossing-Folder und der Farbe. Ich mache das eigentlich immer ganz gern so, dass ich einfach auf die erhabene Seite war das jetzt einfach mit dem Stempelkissen drüber gehe. Also da haben jetzt die dünne Linie genommen. Und dann ist natürlich diese Linie farbig, die reingedrückt wird. Wenn man die andere Seite mit Farbe bestreicht, dann ist die Seite, die oben bleibt, quasi farbig. Also ich hoffe, ich habe das jetzt richtig erklärt. Also da ist die reingedrückte Seite farbig, da die, was nach oben steht. Ansonsten beachte ich da eigentlich eh nie irgendwas Spezielles. Das Einzige, was ich bei den Blumen da dann nur gemacht habe, ist, dass ich ein bisschen mit so einer Bürste natürlich in der anderen Farbe gearbeitet habe, damit ich einfach manche Stellen immer ein bisschen mehr Farbe habe und bei manchen weniger. Es verschmiert auch hier und da, aber ich finde, das macht gerade den Effekt irgendwie aus. Und ja, ich habe mir gedacht, ich mache jetzt einfach mal die Karte. Ich habe jetzt nämlich eh ein Motiv da koloriert. Das ist von Sweet Pea von Impronte de Autore. Und da wollte ich mit diesem Embossing Folder und mit Bundle Satch, ich habe keine Ahnung, den Hintergrund machen. Ich nehme da immer ganz gern irgendeinen Aquarell-Cardstock, weil ich da halt nur minimal Wasser drauf gebe, aber nicht viel. Also ich mag halt nur die Haptik, das bisschen dickere Papier ganz gern. Ich werde das jetzt diesmal, glaube ich, auf der anderen Seite machen. Oder? Ach, ich bin da unsicher. Also ich mache jetzt die größere Fläche quasi mit Farbe. Letztes Mal habe ich die kleinere Fläche mit Farbe gemacht, diesmal mal die größere. Da brauche ich in dem Fall eigentlich gar kein Bürstchen. Das war jetzt eh eher nur so Demo-Zwecke. Da ist nur Wasser drin, das ist ein Wassersprühfläschchen. Das habe ich auch von der lieben Simone irgendwann mal bestellt. Bilde mal zumindest ein. Bei dem Folder kann ich eigentlich leider echt nicht mehr sagen, woher der ist. Den habe ich schon so ewig lang. Und dann müsst ihr natürlich den Cardstock richtig rum auflegen, so dass die Seite, die ihr farbig haben wollt, halt auf der Farbe auch drauf liegt. Ach Gott, ich weiß gerade echt nicht. Das klingt gerade richtig blöd. Das Ganze klingt jetzt durch eine Ups, Stanzmaschine. Ich muss jetzt gerade schauen, ob ich das überhaupt auf meinem Tisch Platz habe. Ich stanze nämlich eigentlich oder präge auch nicht wirklich auf meinem Schreibtisch, weil mein Schreibtisch relativ klein ist. Aber ich werde es jetzt ganz kurz versuchen und hoffen, dass ich mir da jetzt nichts runterkick. Ups. Das oberste Teil, also die Platte 2, muss dafür raus. Und ich glaube, so habe ich es dann drin lassen. Jetzt muss ich gerade selber wieder überlegen. Ich probiere nämlich immer wieder ein bisschen rum. Bei der C6 ist es halt zumindest so. Also da sind ja alle Stanzmaschinen anders. Bei der Gemini habe ich da irgendwie nie das richtige Sandwich gefunden. Das war mir immer so zu nervig zum Probieren. Deshalb nehme ich eigentlich für Prägen immer noch die C6. Aber ja, wir zwei. Also. So, einmal durchgekurbelt. So, und dann schaut das Ganze so aus. Und ihr habt quasi die erhabene Stelle, also die Stelle, die nach oben steht, jetzt weiß. Und das nach unten gedrückte ist grün.
Das sieht man jetzt vielleicht nicht so gut, aber wenn ich es jetzt umdrehe, sieht man es vielleicht besser. Also die Stellen, die nach oben zeigen, sind bei mir jetzt grün, die nach unten zeigen, sind weiß. Nur dass da halt logischerweise spiegelverkehrt ist, weil das drückt sie ja rein. Ach, ich bin irgendwie echt so miserabel in so Sachen erklären. Ich hoffe, ihr versteht's, wie ich mein. Also man muss einfach bei den Folder immer schauen, welche Seite man eben am liebsten mit Farbe hätte. Das Ganze lässt sich mit den Oxides glücklicherweise super reinigen. Also ich habe das ja nur nass, also ich glaube, ich brauche jetzt eh ein bisschen Wasser vielleicht. Ich muss auch sagen, ich nehme da eigentlich nur die Oxide Inks oder halt Distress Inks, wo ich weiß, dass das wieder schön aus meinen Foldern rausgeht. Weil ich bin ein bisschen penibel. Ich mag nämlich keine Farben, die was ich dann nicht mehr von meinem Embossing-Folder rausgeht, weil mir gefällt das überhaupt nicht. Ich finde es schon immer mega nervig, wenn man das bei irgendwelchen Schablonen passiert. Und da passiert es mir aber ständig gefühlt. Deshalb achte ich wirklich immer drauf, dass ich die Embossing-Folder eigentlich wirklich nur mit wasserlöslichen Inks benutze. Weil, ja, ich mag halt das nicht, wenn das dann irgendwie verfärbt ist. So, dann gehe ich jetzt her, nehme eine trockene Seite und tupfe mir das jetzt gerade ein bisschen ab. Weil das ist eh relativ trocken. Schon, ja. Und dann muss eigentlich das Ganze nur noch zusammengeklebt werden. Ich glaube, das werde ich jetzt einfach ohne euch machen und euch dann das fertige Kärtchen zeigen. Also das war jetzt eigentlich die ganze Hexerei, sage ich mal. Ich hoffe, man hat das jetzt verstanden, weil ich einfach in Erklären nicht so die Beste bin. Ich zeige euch dann gleich das Endprodukt. Tschüssi. So schaut die ganze Karte jetzt fertig aus. Und ja, mir ist aufgefallen, ich habe eigentlich voll den Semmel geredet. Es ist natürlich immer die Stelle, die nach unten gedrückt wird, farbig. Und die andere Stelle erhoben. Also ja, ihr werdet das Video deshalb nicht nochmal neu drehen. Ich hoffe, es schaut sich jeder bis zum Schluss an. Also ihr müsst immer schauen, welche Seite ihr haben wollt und welche nach unten gedrückt, und die nach unten gedrückte ist die farbige Seite. Ja. Und beim Basteln ist mir irgendwie aufgefallen, dass ich wohl irgendwie das Ganze voll eigenartig erklärt habe. Und jetzt habe ich mir das ganze Video nochmal kurz angeschaut und mir gedacht, yeah, ich habe es ja wirklich voll falsch erklärt. Also ja, ihr müsst euch eigentlich immer nur überlegen, welche Seite will ich nach unten gedrückt haben. Diese Seite, die nach unten gedrückt wird, also reingepresst wird, ist die farbige Seite. Und die andere Seite bleibt weiß. Oder wenn ihr das natürlich mit farbigen Cardstock macht, ist das dann farbig eh klar. Deshalb ist es auch oft wichtig, dass man eben weiß, was oben und was unten ist. Weil wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Cardstock habt, der, ich habe jetzt nichts da, glaube ich, der von mir aus vorne rot ist und hinten ist er gelb oder so, und ich will die gelbe Seite haben, dass ich das richtig reinlege und dann nicht die falsche Seite oben oder unten habe. Wenn man mit Farbe drauf ist, wahrscheinlich eh noch logischer als wie wenn ohne Farbe, weil da passiert es mir schon gern, dass ich irgendwie so Denkfehler drinnen habe, dass ich es dann falsch herum emboss und dann ärgert es mir irgendwie. Aber so glaube ich und hoffe, dass ich das jetzt vernünftig erklärt habe. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Tschüssi!